So, hallöchen Freunde, herzlich willkommen wieder mal bei Peru Plays. Ich bin der Peru bei einem weiteren spontanen Livestream und wir zocken mal wieder, endlich mal wieder, on the road. Und zwar das erste Mal Premiere auf der Xbox Series S. Da werdet ihr auch schon ein paar Unterschiede zur PS4-Version sehen. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Und jetzt muss ich erstmal ganz kurz gucken, was ich eigentlich schon vorbereitet hatte. Ob ich jetzt beladen bin, beziehungsweise ob mein Kollege da auch schon unterwegs ist wieder mit Ware. So, jetzt lass uns mal ganz kurz gucken. Wir haben Ware für Kiel aufgeladen, okay. Der Madin, der fährt immer noch 20.000 Schweine durch Beirut. Nein, den müssen wir natürlich neu einteilen hier, den Kollegen. Wo steckt denn der? Da habe ich mir doch gedacht, Nürnberg, München, da die Ecke. Hatte ich mir schon so gedacht. Gut, dann schicken wir den kurz auf die Reise, dass der nicht untätig irgendwo rumsitzt. Ja, dann schicken wir ihn doch hier mal auf die große Hafenrundfahrt, wollte ich schon sagen. Retour von Nürnberg nach Hamburg. So. Und ja, das dauert jetzt einen ganz kleinen Augenblick. Und dann sind wir ja schon beladen, also da müssen wir uns da nicht mehr drum kümmern. Und ja, können wir dann auch gleich durchstarten. Wird eine längere Tour. Ja, aber umso besser werden. Ist Sonntag, wir haben heute Zeit, ne? Sonntagsfahrverbot, braucht uns nicht kümmern, alles gut. So, ja. Der Martin, Schweine, Schweine für Hamburg. Zack, da haben wir die nächste Sauerei. Ja, schön immer sortieren, natürlich nicht vergessen. Also was mir gleich in den ersten Minuten hier aufgefallen ist, in der Next-Gen-Version, wir haben endlich Fußgänger, unglaublich. Es wirkt wirklich lebendiger, die Städte und allgemein auch im Spiel, weil immer irgendwo irgendjemand langläuft. Haben wir ja lang drauf gewartet, ne? Ja, dazu musste man erstmal die Konsole wechseln. So, haben wir noch was? Oh, guck mal hier, Hamburg, die kriegen es aber richtig fett, sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes. So, was haben wir jetzt? Ja, da geht noch eine Ladung. Das wird sich hier für den Kollegen richtig lohnen. Warte mal. Was hier jetzt nicht funktioniert, normalerweise, wenn man hier auf die aktuelle Route geht, wo man belädt und wieder aufgeht, dann geht er eigentlich auch auf die Stadt rauf auf der Karte. Warum er das hier jetzt nicht macht, ich weiß es nicht. So. Dann mal den. So, ich glaube, machen noch so ein, zwei Ladungen, dann dürfte die Kiste auch voll sein. Dann können wir mit unserem Truck dann auch loslegen. Zack, zack, zack. So, wie voll ist er denn jetzt? 63%. Ja, also so ein, zwei Aufträge brauchen wir noch für den Kollegen. Und dann geht's los. Wie ich ja schon geahnt habe. Zack. So, haben wir noch was für Hamburg? Jawohl. Zack. Und beladen. Schön hochschieben. So, jetzt haben wir 88%. Ja, so einer. Einer geht noch rein. Dass wir hier auch mal vom Hof kommen hier. Oh, nichts mehr für Hamburg? Können wir noch zwischendurch was in Hannover abliefern? Definitiv. So, die müssen wir jetzt natürlich nur zwischenschieben. Moment. Nicht, dass das jetzt hier. Nicht, dass das in die Binsen geht, ja. Das muss jetzt mit Plan gemacht werden. Zack. Okay. Dann Hannover natürlich wird zuerst entladen. Das heißt, wir müssen das jetzt ganz hoch auf die andere Seite schieben hier. Das entladen. Na? Wieso schiebt er nicht hoch? Ah, jetzt wäre ich mal gerade ein bisschen bekloppt hier. Wieso lädt er? So, Hamburg, Hamburg, Hannover. Da ist Hannover. So. Jetzt habe ich so ein bisschen die Übersicht verloren. Sorry. Geht sofort weiter hier. So, entladen. Zuerst in Hannover, dann in Hamburg. Genau, so soll das aussehen. Jetzt gucken wir uns das zum Check nochmal an.
Die blaue Tour hier ist der letzte Teil Richtung Hamburg. Hier haben wir dann die Tour bis Hannover. Alles gut. So, jetzt kommen wir zu unserem Truck. Wir sind ja noch mit dem Kastenwagen unterwegs und es geht nach Kiel. Da haben wir eine kleine Strecke vor uns hier. Ja, Hamburg-Kiel ist nicht die Welt, ich weiß. Aber ich muss jetzt mal ganz kurz... Wieso Desktop entladen? Hä? Moment. Müssen wir mal checken hier. Gehen wir mal kurz rein in den Bock hier. Beziehungsweise, ja, machen wir so die Luke auf, ob da noch was drin ist. Weil normalerweise dürfte der ja... Ach, guck mal. Lass mal gucken. So, genau, die müssen ja nach Kiel. Das passt ja. Aber ist ein bisschen wenig. Ich wollte jetzt nochmal gucken, ob wir da vielleicht heute dann noch so ein paar Waren haben, die wir... Ich wollte nicht so halb leer da fahren. Das ist... nicht so doll. So, Kiel, Kassel, Hannover, Berlin, Duisburg, Kassel, Köln, Hannover, München, Hamburg, Leipzig, Berlin, Stuttgart, Stuttgart, Kassel, Nürnberg, Hannover, Bremen, Frankfurt, Berlin. Nein, 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 nein. Ja gut, dann eben halt nicht. Der Wille war da. Dann soll das eben halt nicht sein. So, bevor wir losfahren, beantworte ich immer gerne Fragen oder Kommentare, die beim letzten On-the-Road-Video gestellt worden sind. Da hatten wir zum Beispiel den Toni, der hat geschrieben, jetzt muss ich mich wirklich konzentrieren, der hat ein bisschen komisch geschrieben, warum reagiert mein Lenkrad gar nicht? Ich habe mir das Spiel runtergeladen, den hab alles, ach so, denn meint er, hab alles richtig angeschlossen, es geht nicht. Ja, Toni, ich habe leider keine hellseherischen Fähigkeiten, jetzt nicht böse sein, ne? Aber ich sehe natürlich nicht, ob du tatsächlich alles richtig angeschlossen hast. Ich weiß nicht, auf welcher Plattform du spielst und ob überhaupt dieses Lenkrad, was du hast, funktioniert mit On the Road. Da bitte mal gucken auf der Homepage von Aerosoft beziehungsweise Toxtronics, ne? Da kannst du mal gucken, ob das überhaupt natürlich verwendbar ist für das Spiel, ne? Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr solche Fragen habt, so spezifische, dann bitte auch sagen, auf welcher Plattform ihr spielt. Ich kann natürlich immer nur zur aktuellen Plattform was sagen. Ich habe es die ganze Zeit auf PS4 gespielt und jetzt eben halt auf Xbox Series S zum ersten Mal heute. Ja, da weiß ich jetzt natürlich bei Weitem überhaupt nichts. Also, weil, wie gesagt, ich spiele jetzt das erste Mal mit euch hier richtig auf der Xbox. Und ich bin sehr gespannt auf die gesamten Eindrücke hier von dieser Partie heute. So, ja, ist die Karte jetzt drin oder nicht? Ruhezeit, Modus ändern, zack, Licht. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Fahrzeit 7 Stunden 15 Minuten, das ist okay. So, da brauchen wir ein bisschen mehr Licht, weil wir fahren ja in den frühen Morgen rein. So, und los geht's. Heidewitzka. Premiere hier. Auf Peru Place. On the road. Auf Xbox Series S. Da kommt der erste Fußgänger gerade vorbei. Davon sehen wir schon den nächsten. Ah, ich finde es ja gut, dass wenigstens ein bisschen Leben jetzt auf den Straßen ist. Wie gesagt, das war mir schon die ganze Zeit ein Rätsel, wieso das nicht geklappt hat. Ne? Also Titel, die deutlich schlechter waren, wie Truck Driver zum Beispiel, haben es sogar auf der PS4 schon geschafft, da Mannequin durch die Gegend laufen zu lassen. Warum das hier jetzt bei Aerosoft bei On the Road nicht geht, jedenfalls nicht auf der letzten Konsolengeneration, das ist mir irgendwie nicht nachvollziehbar. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Keine Ahnung. Also... Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt welche. So. Hier haben wir natürlich jetzt noch keine großartige eigene Lackierung, weil natürlich hier mussten wir mal wieder von vorne anfangen. Ja, ich hoffe jetzt das letzte Mal, dass ich das von vorne anfange. Richtig fies, der hinter mir hat jetzt leider verloren. Ja, das kennen wir aber aus dem richtigen Leben, ne? Jetzt wissen wir auch, wie das zustande kommt. So, jetzt muss ich mich hier richtig mal einordnen.
Achso, natürlich nicht vergessen, wenn euch das Ganze hier gefällt, was ich fabriziere, wie immer natürlich freue ich mich über jedes Like oder Follow. Wenn ihr das Ganze später auf YouTube als Wiederholung euch anseht, dann natürlich nicht vergessen, die Glocke zu läuten, damit ihr auch die nächsten Videos von diesem kleinen, charmanten Kanal nicht verpasst. Ja, ich glaube, die Lenkung muss ich noch mal ein bisschen nachjustieren, aber es geht schon. Das ist, okay. So, jetzt habe ich ja Glück gehabt. Jetzt dachte ich, wir fahren in die Nacht rein. Ist umgekehrt. Wir fahren in den Morgen rein. Das finde ich sehr angenehm. Schauen wir mal kurz auf den Tank. Ist auch voll. Ja. Gut, Kiel ist jetzt natürlich jetzt nicht so weit weg. Müssen wir mal gucken, ob wir noch eine schöne Strecke danach finden. Beziehungsweise, wann wir uns den nächsten Truck reinlöten können dürfen. Da würde ich dann als nächstes gerne ein Containerfahrzeug nehmen. Ja, Fabian Boulez hat ja vor einiger Zeit ein Update, ein Patch angekündigt. Ich weiß gar nicht, ist es eigentlich schon draußen? Da sollte es ja noch einen neuen Truck geben von DAF. Und ein paar andere Features. Bin ich richtig? Ja. Ja, jetzt wie gesagt, jetzt war ich ja bisschen raus, wegen dem Systemwechsel auch. Bin ich mal neugierig, ob das jetzt hier passiert ist. Schon alles. So, und jetzt sind wir im wahrsten Sinne des Wortes on the road. On the road. Und ganz hinten sehen wir die Kühlbrandbrücke. Wunderschön. Ja, ich habe hier als Zentrale meiner Tätigkeit wieder gewählt. Hamburg natürlich. So, ich muss auch hier muss ich natürlich mich jetzt ein bisschen umstellen auf den neuen Controller. Deshalb wird das noch nicht so derbe ästhetisch aussehen, was ich hier fabriziere. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Also ich muss mir jetzt auch dringend überlegen, wie ich Let's Plays und sowas demnächst wieder für euch aufnehme. Auf der Xbox ist das ja so eine Geschichte. Ja, ich lasse mir da mal was einfallen. Aber als Livestream finde ich das jetzt auch nicht so schlecht. Aber Tutorials als Livestream zu machen, finde ich ein bisschen doof. Das ist... Deshalb fallen die jetzt erstmal vorläufig flach. Oh, oh, was mache ich denn da? Ja, unkonzentriert hier. Der Schrecken der Straße ist wieder unterwegs. Ja, normalerweise lasse ich mal so im Hintergrund dann so ganz stilecht von Spotify so ein Trucker-Playlist durchlaufen. Aber, naja, ihr wisst ja, wie das ist hier mit den Copyrights und dem ganzen Kram. So das kannst du ja nicht mehr bringen, ne? Aber ihr könnt das natürlich gerne machen, um den Chat und den Stream noch mehr zu genießen. Haut euch mal eine schöne Trucker-Playlist rein. Was weiß ich, was immer ihr habt. Dieser Spotify, egal, oder Oldschool mit CD. Dann habt ihr genau den richtigen Soundtrack hier für heute. Ja, also was wir zocken, wie gesagt, erstmals auf der Xbox Series S. Es ist also auch die speziell angepasste Version für die Xbox-Konsolen der Next Gen. Insgesamt finde ich es ziemlich rund. Vom Ablauf hier. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Jetzt habe ich wieder verkackt hier. So.
Ja, ich finde die Performance jetzt auf den ersten Blick finde ich runder. Wie gesagt, sehr schön Fußgänger unterwegs, finde ich geil. Wurde auch lange Zeit. Rückspiegel, ja, gut, kennen wir noch von der PS4 bzw. PS4 Pro. Da gibt es kein besser oder schlechter. Lenkradunterstützung kann ich nicht sagen, weil, ja, habe ich nicht. Das ist alles ja leider in Deutschland geblieben. Ja, ihr könnt mir natürlich gerne mal schreiben in den Chat oder in die Kommentare auf YouTube später dann, wie eure Erfahrungen so sind mit den Lenkrädern. Also vorausgesetzt, dass ihr natürlich im Gegensatz zu dem lieben Toni, der mir da geschrieben hat, auch tatsächlich wisst, auf welcher Plattform ihr spielt. Also wir reden jetzt hier über die Xbox natürlich in dem Fall. Weil ich weiß, dass das ein Kritikpunkt und ein echtes Problem war auf der Xbox mit den Lenkrädern. Ich meine, ich würde es selber auch gern wissen, wie da der aktuelle Stand ist. Also ja, wenn ihr mich da mal updaten könnt, wäre ich euch sehr dankbar. Ja, On the Road ist nur eins der vielen Spiele, die ich auch gerne wieder aufnehmen möchte als Let's Plays bzw. Livestreams. Ja, es dauert natürlich ein bisschen, bis die Bibliothek wieder so zusammen ist. Ne? Geht natürlich nicht alles auf einmal. Ich habe mir für die Gamebox jetzt den Live-Pass geholt. Und ja, mit dem Game Pass sind ja auch ein paar Spiele drin, die wir auch bisher gezockt haben, wie zum Beispiel Call of the Wild. Da haben wir ja schon eine Folge rausgehauen. Auf der Xbox. Finde ich sehr, sehr schön auf der Xbox Call of the Wild. Wenn ihr da Bock drauf habt, schaut doch bitte mal in meinen Kanal auf YouTube. Ja, den Link dazu findet ihr auf meiner Twitch-Seite twitch.tv/peruplays. Unter anderem auch dort natürlich der Link zu meinem Partner Instant Gaming. Also wenn euch das ein oder andere Spiel hier gefällt, könnt ihr euch das holen zu fairen Preisen und unterstützt diesen kleinen, charmanten Kanal natürlich ohne Mehrkosten. Ne? Also, wie auch immer ihr den Kanal unterstützt, danke schon und Dankeschön dafür im Voraus. Ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Ne? Aber diesen Schnack, den können wir ja gar nicht mehr hören. Ist aber wahr. Ne? So, wie weit haben wir denn noch? Ja, jetzt habe ich natürlich hier meine Streaming-Info ist jetzt leider, da war ich jetzt richtig schlau. Genau über meinem Navi. Das heißt, ich sehe jetzt die restliche Kilometerzahl nicht. Aber ist egal. Dafür könnt ihr es sehen. Aber dürfte jetzt nicht mehr so weit sein. Also wie gesagt, Kiel, Hamburg, das ist ja so fast nebenan. Aber ich spiele das immer wieder gerne, Freunde, weil es ganz einfach, ich finde es relaxend. Genauso wie Train Sim World, was wir auch nochmal, vielleicht sogar heute nochmal zocken werden hier. Finde ich einfach relaxend, ne? So. Auf der einen Seite hast du den Anspruch einer Simulation, aber es ist eben halt ein bisschen Eye Candy, es macht Spaß. Ne? Man spielt ganz relaxed. Also was ich phänomenal finde, jetzt natürlich bei der Xbox Series X bzw. S-Serie, wir spielen ja die S-Serie, sind eben halt bei diesen Titeln, die wir schon kennen, die teilweise drastisch reduzierten Ladezeiten. Gut, bei den für X und S optimierten Spielen natürlich, kommt natürlich noch dann die Grafik mit dazu, die ist einfach Bombe. Aber wie gesagt, das werdet ihr selber in den kommenden Livestreams und Videos auch nochmal sehen können. Aber es blutet einem so ein bisschen das Herz, ne? Weil man muss bei fast allem neu anfangen. Auf der anderen Seite, natürlich, jeder Neuanfang ist nicht schlecht, weil man kennt ja seine Fehler der Vergangenheit, ne? Aber wenn man sich beim Game, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Elite Dangerous, was wir hier auch zocken werden, definitiv nochmal,
wo man wirklich weit war, ne, wo man alles Gedöns hatte, inklusive Carrier und so. Und dann fängt man das nochmal neu an, ne? Das ist schon, das frisst einen so ein bisschen an. Genauso wie hier, ne? Ich hatte hier alle Trucks und alle Fahrer und alles. Da ging richtig was und jetzt wieder alles von vorne. Na gut. Oh, wir sind schon. Oh. Ja. Ah! Ich bin. Es tut mir leid, Freunde. Ich bin überhaupt nicht konzentriert hier gerade. So. Jetzt haben wir ein bisschen Schaden mit der Fracht. Sorry. Jetzt habe ich vor lauter Sabbelei natürlich die Geschwindigkeitsbegrenzung überrissen. Nicht überrissen. Und bin voll durchgebügelt. Dann wollte ich es korrigieren und habe wieder nicht auf den Bildschirm geachtet. Ja, c'est la vie, dann passiert sowas. Muss der alte Mann besser aufpassen. Sehe ich gerade, ich habe das Licht nochmal an. Also wenn wir jetzt hier gleich eine rote Ampel haben, dann muss ich mal schnell hier mir die Zeit nehmen und das Licht ausmachen. Ist ja peinlich. So, siehst du, und kaum sage ich's, kriegen wir auch schon rot. Also was definitiv noch kommen wird, was ich nachkaufen werde hier für die Xbox, ist, das wird Bus Driver sein. Bus Driver, um Gottes Willen, das ist ein ganz schlechtes Ding. Bus Simulator, Entschuldigung, wir wollen hier, ne, den Bus-Simulator nicht durch diesen Versprecher abwerten, ja. Also bitte holt euch auch diesen Bus-Driver-Simulator nicht. Das ist billigste Ware, ich weiß nicht, aus irgendeinem osteuropäischen Staat, ganz billig produziert und täuscht mit dem Namen auch noch die Leute, als wenn das jetzt wirklich ein offizieller Bus-Simulator wäre. Ist es nicht, ne? Also Freunde, bitte, tut es nicht. So. Scheinwerfer aus. Blinker setzen. Konzentration. Ja, ich muss mal lernen, wieder hier konzentriert zu fahren. Aber ich bin natürlich jetzt hier auch am Schauen, ne? Was ist besser? Ich habe den Eindruck, wenn wir jetzt hier rechts gucken, dass die Gebäudetexturen besser geworden sind. Teilweise auch hier rechts auf dem Gehweg, zum Beispiel so die Gehwegtexturen. Na, also die Fußgänger hatten wir ja schon angesprochen. Auch die Botanik, wollte ich schon fast sagen, ne, kann man ja auch sagen. Die finde ich auch ein bisschen besser gemacht. Bilde ich mir vielleicht auch nur ein, aber ich meine, boah, der kommt da runtergedübelt. Bist du bekloppt? Herr Kollege, was ist denn da los? Ich glaube, es hackt. Oh, das war knapp. So, da ist der Truck Service. Ist ja alles irre hier auf der Straße. Ich muss hier runter. Ich kann so nicht arbeiten. So. Da haben wir unser erstes Ziel auch schon erreicht. So, versuchen wir mal hier gut beizudrehen. Dass wir hier sozusagen nur noch reinflutschen müssen, wenn ich das mal so sagen darf. Oh, guck mal. Jetzt? Hallo? Merkt ihr was? So. Papa kann's noch. Hoffe ich. So, jetzt müssen wir mal kurz abbremsen, weil wir müssen natürlich erstmal zum Büro die Papiere abgeben, wie immer. Und natürlich, nicht zu vergessen, die Loading-Locker machen, sonst wird ja nichts abgeladen. So. Los geht's. Bremse raus. Wenn dann richtig hier. Zack. Das ist original Peru, ne? Auf 2 cm. Zack, bums. Haut er noch einen rein. So. Damit haben wir das abgeliefert. Jawohl. Wunderschön. Ja, jetzt können wir mal gucken, ob es hier auch Ware gibt, die wir noch mitnehmen können. So. Lasst uns mal schauen, was die Kollegen von uns haben hier. So, wir sind in Kiel, das heißt, da können wir wieder nach Süden oder Richtung Osten, wäre natürlich auch mal eine Sache. Ich Kiel, Magdeburg, ne? Das können wir mal machen. Let's go east. Guck mal, da haben wir gleich noch mehr hier.
So, dann haben wir jetzt 69%. Das wären noch so, ja, 2000 Kilo, also sprich 2 Tonnen können wir noch dazu laden. Wenn wir noch was haben für Magdeburg. Müssen wir mal kurz schauen hier. Hallo? Ich wollte hier weiterblättern. So. Kassel, Hannover, München, Hamburg, München, Hannover, Hannover, Berlin, Berlin, Duisburg, Hannover, Dortmund, Nürnberg, Berlin, Köln, Magdeburg. Ja, das ist zu viel. 3500. Da sind wir drüber. Also wir dürften maximal so um die 2000 noch aufladen. Jetzt lass mal gucken, was wäre denn noch auf dem Weg? Ziemlich gar nichts, oder? Lass mal gucken. Es sei denn, wir fahren über Berlin. Das wäre jetzt das Einzige. Bei Rostock, das ist zu groß, der Bogen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir einen passenden Auftrag für Berlin haben. 2100, das könnte einigermaßen hinkommen. Gucken wir mal. Aber ich glaube, dann ist die Putze rappelvoll. Gerade eben noch. Also, wir machen einen kleinen Schlenker nach Berlin. Das heißt, wir müssen natürlich hier auch nochmal kurz ändern. Entladen müssen wir natürlich zuerst in Berlin. Selbstverständlich. So, beladen. Dann geht's weiter nach Berlin und für Berlin nach Magdeburg. Na? Richtig. So, lass mal gucken. Das sieht, ja, sieht gar nicht mal so gut aus, ne? Gut. Lass uns ganz kurz hier gucken. Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit. Bla 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 bla. Oh, Rocco Schädel hat uns wieder geschrieben. Ich finde den Namen ja auch einmalig gut. Wie versprochen melde ich mich wieder für den nächsten Schritt. Die effektivste Methode zur Erhöhung der Einnahmen ist eine Erhöhung der Transportkapazität. Sie sollten zeitnah die Anschaffung eines Anhängers in Erwägung ziehen. Bleiben Sie am Ball. Ich melde mich wieder. Ja gut, das machen wir alles später. Jetzt sehen wir erstmal zu, dass wir unsere Kiste hier vom Hof kriegen. Und beladen erstmal natürlich. So, jetzt kommt auch ein bisschen die Sonne raus. Das wird eine schöne Fahrt, glaube ich. Hallo? Du solltest jetzt beladen, mein Freund. Oder hat er das schon mal eingeladen jetzt? Jetzt werde ich aber vogelig hier. Mal gucken. Nö. Ist noch gar nichts drin. So, jetzt. Ich kann es mal sehen, ne? Habe ich schon ein paar Tage wieder nicht gespielt, schon bin ich wieder raus hier. So, aber ist ja kein Ding. So. Yes! So, quetschen uns mal kurz dazwischen. Logistik-Spezialist, ja. Ich weiß ja nicht, ob ihr die Einblendung von Xbox auch sehen könnt. Muss ich mir erstmal nachher in der Wiederholung angucken. So, ich werde jetzt aber trotzdem gleich sicherheitshalber checken, ob alles an Bord ist. So, Firma. Ja, Herr Schädel, jetzt ist mal gut. Ja. Alles gut, Berlin und dann Magdeburg. Wie es mir dachte, hinten Absätze, vorne Sohlen, genug geschnackt, los geht. Ja, ist schon eine nette kleine Strecke. Von Berlin über Magdeburg. Naja, das ist für heute, finde ich, eine angemessene Strecke. Für unser erstes Mal. Auf der Xbox Series S. So. Los geht's. Ja, wie gesagt, die Steuerung werde ich nochmal bis zum nächsten Mal nochmal anpassen, ein bisschen. Und dann dürfte das alles Zucker sein, ja. So. Tempomat ist drin. Ich hoffe, diesmal unfallfrei. Haben, werde ich auch mal gucken nach einem Anhänger. Den werde ich aber den Kollegen anhängen. Das heißt, ich werde den Sattelschlepper mir das nächste Mal von dem Kollegen schnappen.
fahre ich eigentlich lieber als die Kastenwegen. Obwohl die natürlich praktisch sind, aber es geht ihm halt nicht viel rein. Ne? Ja, da warten wir mal, bis wir... Was ist denn jetzt los? Oder warten wir, bis wir den nächsten Truck uns holen können und dann, wie gesagt, dann kommt gleich. Also ist es ein Container-Truck. Ja, da geht ordentlich was rein. Also wenn schon Kasten, dann so einer. Ja, das hat man eben gemerkt, ne? Ich habe das Steuer hier noch zu gängig. Also das ist... Ich verreiß da zu schnell. Das hatten wir jetzt schon ein, zwei Mal. Ja gut, das ist alles nur eine Einstellungssache. Ich muss jetzt eben halt ein bisschen mehr als sonst aufpassen. Also ich finde, die KI fährt schon sehr dynamisch, die Kollegen. Also die LKWs insbesondere. Also die reizen das voll aus hier mit der Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich bin ja der gemütliche Trucker, ne? Ich fahre auch gerne mal 1-2 km/h drunter, warum auch nicht? Also wir haben ja hier jetzt keine Zeitauflage. Obwohl, das wäre natürlich mal eine Idee gewesen, ne? Dass man so Zeitaufgaben, ja, mit reinnimmt. So als Herausforderung, ne? Liefere bis dahin, Punkt, 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 diese oder jene Ware. Na, so kann man zumindest offline so zum Beispiel so ein bisschen Competition machen oder sowas. Wenn es schon keinen Multiplayer dafür gibt. Boah, ich muss echt so aufpassen mit der Steuerung hier heute. Ja, ich habe das jetzt so auf die Schnelle mal eingestellt. Und wie ihr seht, natürlich noch nicht perfekt. Oh, das ist jetzt eine Sache, die haben sie immer noch so gelassen, ne? Also man ist mit dem einen Reifen so ein bisschen auf dem Seitenstreifen und kriegt einen Schaden automatisch. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Das war aber von Anfang an so, ne? Das ist... Jetzt haben wir eigentlich, ohne dass was passiert ist, einen Ladungsschaden. Das ist, ja, schade, ne? Muss nicht sein. Nicht, dass ich wieder runterrutsche hier auf den dämlichen Seitenstreifen, dann ist wieder Panik hier. Boah, aber nur ganz dezent die Stoßstange gekratzt hier. So, Leute, was machen wir denn jetzt? Also die Sache ist ja jetzt hier ein bisschen unübersichtlich, ne? Ich bin jetzt gerade im Überlegen, ob wir da vorbeikommen im Fall des Falles. Weil, wie ich dazu kenne, und das hat sich wahrscheinlich auch nicht geändert, wird sich dieser Stau jetzt nicht von alleine lösen. Okay. So, Daumen drücken, dass wir ohne weiteren Warenschaden hier oder Fahrzeugschaden vorbeikommen. Also ohne Kratzer wird es nicht gehen, das sage ich gleich. Ihr hört das schon. Aber wir werden sonst hier bis zum St. Nimmerleinstag stehen und nein, das möchte ich nicht. Ah, wo kein Weg ist, macht man sich ein. Und wisst ihr was? Dafür haben wir jetzt freie Fahrt. Vor uns ist jetzt wahrscheinlich nichts mehr.
Ja, sage ich doch. Aber da hätten wir jetzt ewig stehen können. Das ist leider immer noch so bei der KI. Man muss eben halt improvisieren können, das ist so. Ist nicht immer schön, ist nicht immer Shakespeare, aber wenn es hilft, bitteschön, dann machen wir das. Jetzt bin ich schon fast wieder hier im Seitenstreifen gelandet. Junge, 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 Junge. Nee, ich muss ja noch gar nicht. Was mache ich denn da? War ein bisschen abgelenkt, weil hier gerade mein Tablet-Bildschirm mit dem Chat ausgegangen ist. Sorry! Ich versuche mich jetzt wieder mehr zu konzentrieren. So! Endlich auf der Autobahn. Jetzt geht nämlich mal was voran hier. Nicht, also in der Stadt- bzw. Landstraße kommt man nicht immer so wirklich voran. Gleich nochmal rechts weiter. Richtung Hamburg. Barsbüttel. Ja, schauen wir mal. Vielleicht können wir ja zwischendurch noch was aufnehmen in Berlin. An Ware. Das ist so ein bisschen mehr an Bord haben, dass sich die Tour dann auch wirklich mehr lohnt. Ja, dann machen wir das doch so nach der Tour. Also ich werde mal sehen, dass ich den Kollegen mit dem Schweinetransporter mal in meine Nähe kommen lasse. Dass wir mal die Fahrzeuge wechseln können. Da nehme ich den Sattelschlepper mit den Viechern. Und er kriegt dann den Kastenwagen und darf sich dann mit dem Anhänger verlustieren. Genau. Das ist ein Plan, würde ich mal sagen.
gibst mir ein Tempo auf. Hier haben wir die Fahrbahnbegrenzung. Die riecht schon nach Ladungsschaden. Das muss nicht sein. Wenn ich hier jetzt abkomme nach rechts, dann habe ich tatsächlich ein Problem. Das ist nicht nur der Seitenstreifen. So, Tank brauchen wir nicht. Der ist noch voll. Oh, schnell durch. Ha, und es gab kein Bild. Also da haben sie die Empfindlichkeit Gott sei Dank nachkorrigiert. Wenn man so auf den letzten Drücker rüberfährt und es ist noch grün, dann kriegt man auch kein Bild. Ja, das war auch Blödsinn. Also das war zu scharf eingestellt mit den Blitzern früher. Das haben sie gut wieder hingekriegt. So, wir cruisen natürlich jetzt von einer Autobahnabfahrt zur nächsten, Richtung Berlin. Die Zeit geht immer wahnsinnig schnell um bei On the Road. Ist klar, weil man sich natürlich, wenn man fährt, selber natürlich immer auf die Straße konzentriert. Weiß ich gerade auf den Count, das sind jetzt schon 42 Minuten. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich gerade mal so 10 Minuten, 20 Minuten höchstens unterwegs bin. Jetzt fehlt echt das Truckradio, oder? Gerade so bei den längeren Strecken. Aber heutzutage muss man ja aufpassen, ne? Wenn man streamt, was im Hintergrund läuft oder nicht. Also ich für meinen Teil werde das Risiko nicht eingehen. Sehe ich schon einen Rückspiegel hier, Elefantenrennen. Der Kollege würde gerne vorbei. Aber er braucht noch ein bisschen hier. Ah, jetzt kommt er so langsam. Und er ist aber deutlich, deutlich über die Geschwindigkeitsbegrenzung, mein lieber Freund.
Ja, hier bräuchte man die Autobahnpolizei, ne? Aber die ist ja damit beschäftigt, fliegende Kühe zu fangen. Insofern passt schon. Also, innere Notiz an mich, das nächste Mal, dass ich das nächste Mal die Streaming-Übersicht rechts oben auf meinem Bildschirm packe, weil sonst sehe ich gar nicht alle Angaben von meinem Navi. Ich sehe jetzt auch in etwas über 1,5 Stunden, das kann ich gerade noch erkennen, muss ich eine Ruhepause einlegen. Das heißt, dass unsere Fahrt dann doch durch die Pause wahrscheinlich in den Abend gehen wird. Gut, warum auch nicht. Können wir gleich nochmal sehen, wie das Ganze hier auf der Xbox Series S am Abend bzw. in der Nacht aussieht. Wenn ich jetzt gerade mal so gucke, auch gerade das Lenkrad, ne? Die Textur ist hammergut von der Maserung hier, vom Lenkrad. Gefällt mir sehr gut. Ja, ich bin gerade im Überlegen, jetzt habe ich ja ein bisschen Zeit zum Überlegen, ist ja so fast gerade Strecke, kann ich mal die Gedanken schweifen lassen, ob ich mir nochmal, ja, den Landwirtschaftssimulator hole, den aktuellen, der ist auch optimiert für die Xbox Series S, schauen wir mal, oder ob ich warte, bis der im Angebot ist. Es hat sich ja meistens gezeigt, dass die Spiele mittlerweile ja auch immer schneller in eine Angebotsphase kommen. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass wir nicht genügend Material jetzt hätten, ja auch schon auf der Xbox, allein durch den Game Pass, haben wir also wirklich einen großen Pool, aus dem wir schöpfen können. Ich wollte auch mal nochmal in The Witcher Wild Hunt reinschauen, also das ist hier auch nochmal derzeit damals schon optimiert worden für die Xbox. Ja, ob es da nennenswerte Unterschiede gibt jetzt zur PS4-Version, die wir früher auch mal gezockt haben auf dem Kanal. Dass man sich das auf jeden Fall zumindest mal anschaut, so ein reingezockt Video, ne? Oder angezockt Video. Das wäre vielleicht ganz nice. Also ich finde, hier bei On the Road hat sich eine Menge getan, seit das Ganze erschienen ist. Ich glaube, wie lange ist es her? Ein Jahr? 1,5? Keine Ahnung. Wenn man bedenkt, was wir da vorher zu sehen gekriegt haben, ne? Also allein die KI, die so im wahrsten Sinne des Wortes, in Sichtweite sogar, vom Himmel fiel, um dann auf der Straße aufzudötzen und dir entgegenzukommen. Spontan lustig bremsende KIs, gerade auf der Autobahn vor dir. Und ja, etliche Späßchen mehr. Also 99,9% davon sind ja mittlerweile weg. Also Toxtronics hat da zusammen mit Aerosoft jede Menge Arbeit reingesteckt, um das Ganze glatt zu machen. Ja, ein bisschen länger hat es leider gedauert, wie gesagt, bei einigen Konsolen, bestimmten, wie der Xbox, mit der Steuerung über Wheel. Wie gesagt, habe ich noch gar nicht mal auf dem aktuellen Stand, weil ich selber noch keins habe hier. Aber es kommt so langsam, es wird so langsam. Und
wenn ich jetzt irgendwann herausgefunden habe, ob dieses Patch, das groß angekündigt wurde, hier schon mit drin ist oder nicht, dann werden wir natürlich auch mal gucken, nach dem DAF, der da angeblich jetzt im Spiel auch sein soll, der Truck und einigen anderen Verbesserungen. Aber das hier soll jetzt erstmal so ein erstes Bild, so ein erster Eindruck sein von On the Road auf der Xbox Series S. Und ich habe hier ein gutes Gefühl, bis auf die Steuerung, aber das habe ich selber verbockt, die habe ich irgendwie kacke eingestellt. Muss man sagen, wie es ist. Ansonsten gefällt mir das sehr gut, alles flüssig. Gut, einen halben Punkt Abzug für den Stau vorhin, ne? Ach, guck mal hier, der Martin ist mit seinen Aufträgen schon wieder fertig. Katsching, sage ich nur, Katsching. Nee, aber wie gesagt, das macht einen relativ runden Eindruck. Und ich lese das immer wieder, ich habe ja auch ein Video dazu gemacht, ob man sich den Konkurrenten Truck Driver noch holen sollte überhaupt. Das finde ich interessant, ist eines meiner meistgeklickten Videos immer noch. Es ist so, scheinbar ja so ein bisschen kontroverses Thema, da haben sich also wirklich so zwei Gruppierungen gebildet, ne? Die Pros für OTA, also On the Road, und für Truck Driver. Natürlich ist das, Leute, und das dürft ihr jetzt nicht vergessen, bevor ihr euch da abschlachtet gegenseitig, ist es natürlich immer eine Geschmackssache. Aber Truck Driver ist eben halt für mich keine Simulation. Ne? Es hat kein Wirtschaftssystem, im Gegensatz zu On the Road. Ganz abgesehen jetzt von der Möglichkeit, auch eigene Fahrer natürlich einzustellen. Also im Gesamtpaket für mich, und das betone ich jetzt, ist On the Road ganz einfach mehr Simulation und auch Wirtschaftssimulation, das sollte ein Truck Driver auch sein, als Truck Driver das jemals sein kann. Ne? Truck Driver, und das habe ich Truck Driver immer zugesprochen, hat ein Plus, und das ist witzigerweise tatsächlich die Landschaftsgestaltung. Die ist schöner, muss man tatsächlich sagen. Aber was nützt dir eben halt eine schöne Umgebung, wenn der Rest vom Spiel dir nicht taucht, sag ich jetzt mal so neutral, ne? Aber ich denke, diese Diskussion wird noch lange gehen. Aber Leute, werdet da nicht immer emotional oder beleidigend oder erzählt einen Stuss, einfach nur, um was rauszuhauen, ne? Wir sind, jedenfalls die meisten, erwachsene Menschen, und das ist nur ein Spiel, Leute, vergiss das nicht, ja? Da muss man sich nicht drüber in die Haare kriegen oder sich andissen. Das ist Bullshit. Kindisch. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Weil ich sehe immer wieder Beiträge, wo ich sage, wo ich mal die Birne fasse und sage, Leute, wie alt seid ihr? Ne? Ist okay, wenn man über Spiele diskutiert, über Pros und Kontras. Ne? Aber das muss immer auf so einer Ebene bleiben. Ja, sachlich. Ne? Also sowas darf nie persönlich werden. Weil dann hat man irgendwie, glaube ich, den Bezug zur Realität verloren, wenn man hier Leute hasst, weil sie das falsche Spiel spielen. Oder wie sie spielen. Ne? Ich sehe das eben halt gerade jetzt in diesen Tagen oder in den letzten Jahren auch immer mehr, dass die Leute immer weniger zocken, um Spaß zu haben, sondern ganz einfach nur, um abzuarbeiten. Ob das jetzt Trophys sind oder was weiß ich. Ich sehe da keinen Spaß drin, ganz ehrlich. Wenn ich eine Trophy abräume, okay, passiert, aber dann ganz nebenbei. Ne? Also ich setze mich nicht hin, um im Megasprint ein richtig geiles Abenteuer mit vielen Facetten im Megasprint durchzuhetzen, nur um irgendeinen virtuellen goldenen Pott zu bekommen. Ist nicht mein Ding, Leute. Aber wie gesagt, muss jeder für sich entscheiden, aber ich genieße meine Spiele lieber, so oder so. So, wo sind wir jetzt eigentlich? Jetzt bin ich die ganze Zeit am Schnacken. Ja, Rasthof. Kenne ich nicht den Ort. Jetzt müssten wir schon eigentlich bald hier in Berlin einlaufen. Ich sehe ja nichts hier. Ihr seht das natürlich nicht. Ich habe unten rechts genau über meinem Navigator, über meinem HUD, ja, über der Ruhezeitsanzeige und... Oh, ich muss Pause machen. Jetzt reden wir gerade über Ruhezeit. Ich muss unbedingt den nächsten Rastruf jetzt erwischen. Das wäre jetzt die Gelegenheit gewesen. Ja, wieder verquatscht hier. Egal. Nee, ich sehe das nicht. Ich sehe nicht, wie viele Kilometer wir noch haben. Jetzt habe ich sogar eben, wie gesagt, vergeigt, rechts ranzufahren an den Rastruf. Ich glaube, das wird sich gleich rächen. Leute, Leute.
Jo, hallo BK Beats und Lucky Bastards. Was? Wie? Wie kommst du auf Flight Simulator? Also ich sehe auch nicht, dass der Stream unter Flight Simulator läuft. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ah, guck mal, da piept schon. Aber ich sehe gerade, tatsächlich... Der zeigt das mal. Das ist ja witzig. Ja gut, aber ihr werdet es überleben, Freunde, oder? Ja, aber wie gesagt, was ich gerade sagen wollte, Beats, es kommt ja noch ein Truck dazu, eine Marke, die AF. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon integriert wurde, wie gesagt. Fuck, ich überlege jetzt echt schon, ob ich auf den Seitenstreifen ranfahre. Weil ich glaube, auf die nächsten Minuten kriegen wir hier keinen Rastruf gebacken, oder? Warte mal. Das wäre auch, glaube ich, zu dicht dran gewesen jetzt, ne? Ja, ich weiß. Nerv. Aber den Flight Simulator Bastards hatten wir ja schon einige Videos. Kannst du ja angucken, Livestreams. Wenn du das sehen wolltest, natürlich sorry, dass das hier falsch angegeben ist. Aber du kannst dir natürlich gerne die Retakes angucken hier auf Twitch oder auf meinem YouTube-Kanal. Ist ja auf meiner Twitch-Seite auch verlinkt. Wenn du jetzt keine Trucks zwingend sehen willst. Ach, Leute. Also, ich werde jetzt kurz warten mit der Abfahrt hier. Wenn wir Glück haben, kriegen wir jetzt gleich noch einen Rastruf. Ansonsten fahre ich einfach rechts an die Standspur. Weil es hilft ja nichts. Der Junge muss ja mal knacken, ne? Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie das funktionieren soll mit dem Duff Truck. Ich glaube, den kannst du erst in der Karriere freischalten. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich muss mich da nochmal einlesen. Weil wie gesagt, durch den Systemwechsel habe ich mich jetzt auch gar nicht mehr so damit beschäftigt. Arg. Einmal geditscht. Das Haus sagt danke. So, kommt jetzt was oder kommt nix? Nee, natürlich nicht. Gut, Freunde, hilft nix. Wir werden jetzt hier mal völlig asozial uns auf den Standstreifen stellen. Weil der Junge kann ja so nicht weiterfahren. Ne? Geht ja gar nicht. Okay. Ja, ist ja gut, Kollege. Immer mit Ruhe. So. Da haben wir es doch. So. Ein paar Stunden später. Um 0:02 Uhr. Guti. Dann schmeißen wir die Kiste wieder an. Und weiter geht's. So, Modus wieder ändern auf Fahrzeit. Jetzt haben wir wieder die vollen 9 Stunden. Supi, Licht bitte. Zack, läuft und Abfahrt. Oh, aber hier viel Verkehr für Mitternacht, ne? Was ist denn da los? Das auf den Sonntag. Ich glaube, es hackt. Jo, wenn wir in Berlin sind, müssen wir mal unserem Martin hier ein paar neue Aufträge zuschustern, damit er nicht hier die ganze Zeit untätig rumsteht.
hinterm Rückspiegel schon das Morgengrauen? Das wäre ein bisschen früh, ne? Für 0.16 Uhr. Freunde. Ja, aber wir haben schon Berlin erreicht. Ich sehe das hier gerade. Aber ich würde tatsächlich überlegen, ob wir heute noch einen Stream machen mit Flight Simulator, wo du gerade davon sprichst. Oder alternativ Trains and Birds 2. Ich bin noch nicht ganz sicher. Irgendeine Simulation würde ich gerne nochmal reinhauen. Es sei denn, es überkommt mich da noch was völlig anderes. Dann ist alles möglich. Sehe ich gerade, ist mein Controller leer. Ich hoffe, das reicht jetzt noch für diesen netten, kleinen, sympathischen Stream hier heute. Dass ich dann danach kurz wechseln kann, bevor es in einen eventuellen weiteren Stream noch geht heute. Komm, das schaffen wir doch noch. Berlin sind wir schon, dann nach Magdeburg ist ja nicht dann mehr ganz so weit. Was hast du diesen was bietst diese Fahrzeuge in der Luft gespawnt? Okay. Nee, das Problem hatte ich noch nicht. Das ist, so. Lucky Beats kann ich jetzt leider noch nicht verraten, wann ich abhebe heute mit Train Simulator. Wollte ich sagen, Train Simulator, Flight Simulator. Kann ich noch nicht sagen. Das richtet sich danach, wie schnell wir hier natürlich jetzt hier mit unserer Tour durchkommen. Natürlich auch ein bisschen mit an euch, wie immer. So, drückt mir die Daumen, Leute, dass wir für die Tour noch genügend Saft hier im Controller haben. Beats, auf was für ein System, auf welcher Plattform spielst du das? On the Road? Auch auf der Xbox, auf der X oder S Series oder auf einer anderen Plattform? Schreib mir mal. Mama, ich grüße dich. Long time no see.
Außerdem weißt du, ich bin ein zärtlicher und defensiver Fahrer. Immer. Guck mal, wie gefühlvoll und rücksichtsvoll ich jetzt hier an den Kollegen ranfahre. Nicht, dass es sich bedrängt fühlt. Ja, ich hab's vorhin schon gesagt, Kamba. Ich bin ja jetzt seit dieser Woche umgestiegen auf Xbox Series S. Ja, muss man sich bei einigen Games auch von der Steuerung ein bisschen umgewöhnen hier. Geht mir jetzt hier auch so ein bisschen so bei dem Game ja auch. Auch der Controller hat natürlich eine andere Haptik, ne? Ist man natürlich anders gewohnt, ne? Aber das geht alles. Gewöhnt man sich dran. So, und wir sind jetzt auch schon gleich hier beim Truckstop in Berlin und ich hoffe jetzt hier, die Akkuladung reicht noch für die Tour weiter nach Magdeburg. Sollte eigentlich. Könnte knapp werden, aber ich glaube, es sollte reichen. So. So, und jetzt mal rein hier. Ab, damit wir den ganzen Bums hier loswerden. Ja, guck mal. Völlig schmerzfrei abgeliefert hier. Lupendicht, machen wir uns doch gleich weiter hier. Die Zeit drängt, bevor der Controller alle ist hier. So. Zack. Da machen wir doch gar keine Mätzchen hier. Fußgänger voraus. Ja, komm hier, ich finde es ja toll mit so einem Nachtspaziergang, aber im Gewerbegebiet, Freunde, ich bitte euch. Ist das euer fucking Ernst? So, jetzt können wir aber gleich los. Kommt keiner mehr. So. Aber was ich finde hier, was mir auffällt, die Bremsen funktionieren hier besser. Ich weiß nicht, ob das jetzt am Update liegt oder an der Version hier, keine Ahnung. Aber auf der PS4, da hatte ich immer das Gefühl, die Bremsen greifen nicht richtig. Und hier, zack. Also wirklich auf den Punkt. So, brauchen wir gar nicht Gas geben, groß hier. Müssen wir schon wieder abbiegen. Hallo, Chica. Was ich aber noch nicht gesehen habe, dass die Passanten hier die Straße überqueren. Also ich finde es ja toll, dass sie da sind, überhaupt. Aber echt jetzt? Oha. Ja, ich hatte es schon mal vorweg gesagt, aber ich werde nicht müde, es nochmal zu sagen. Sony hat mich da in den letzten Jahren zu sehr geärgert, vor allem in den letzten ein, zwei Jahren. Und die PS5, ganz ehrlich, als Next-Gen-Konsole ist mir zu teuer gewesen. Und ja, ist ja auch bis heute witzigerweise nicht überall verfügbar. Na, da wird ja immer schön erzählt. Ja, ja, fehlen die Rohstoffe, wir können nicht so viel produzieren. Das ist eine künstliche Verknappung. Ich meine, hier die Xbox Series X und S haben genauso Chips drin, ne? Also, die gibt's auch überall zu kaufen.
Ne? Also kann mir keiner erzählen, dass Sony da irgendein Problem hätte. Also Phase ist auf jeden Fall, ich wollte jetzt nicht auf meine Next-Gen-Konsole bis Tag X warten. Welch Wortspiel? Nee, und da habe ich dir gesagt, okay. Ja, jetzt habe ich das Bild schon. Scheiße. Nee, und da habe ich mir gesagt, komm hier, dann machst du Nägel mit Köpfen. Und ja, versuch es mal mit der Xbox. Wo da sind wir? Ein bisschen gucken. Aber ich glaube, die sind durch hier. Ich hoffe es. So. Jetzt habe ich eh schon ein Foto. Jetzt ist es auch egal. Nee, und bei dem Preis-Leistungs-Verhältnis, also jetzt die Xbox Series S hat mich knapp 300 € gekostet. Was ich sehr angenehm fand, ich konnte meine externes wie heißt es nochmal, die externe Festplatte von Seafront, konnte ich sogar neu formatiert nochmal anschließen und wiederverwenden. Ja, und jetzt habe ich statt 500 GB, habe ich dann eben halt 1,5 Terabyte, wie es auch vorher auf der PS4 hatte. Und alles gut. Na, also ich musste noch nicht mal extra Geld für einen Speicher oder Speichererweiterung ausgeben. Na, höchstens, wenn ich jetzt das Gerät selber den Speicher erweitern will, dann müsste ich ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Weil zum Beispiel die ganzen neuen Spiele, die natürlich optimiert sind für die X- oder S-Serie, die haben ja schnellere Ladezeiten etc. pp., die laufen nur auf der internen Festplatte. Die könnte ich zum Beispiel nicht auf der externen speichern. Aber so viel habe ich da jetzt aktuell gar nicht. Beziehungsweise ich spiele ja auch nicht so viele Spiele gleichzeitig. Das geht ja auch technisch gar nicht, ne? Aber wie gesagt, dann müsste ich den internen Speicher erweitern. Aber so geht das jetzt erstmal wunderbar mit der Seagate als externen Festplatte. Ja, läuft. Ja, aber dann müsste ich ja schon die Konsequenz haben. Ich meine, das ist mir schon durchaus bewusst. Aber dann natürlich müsstest du ja in der Konsequenz dann auch ja, eine Tastatur anschließen. Ne? Also eine Kombination aus Controller und Maus finde ich nicht sinnvoll. Na, also dann, wie gesagt, oldschool, ne? Hier also komplett mit Tastatur. Oder mit Controller, Querstrich, was weiß ich. Joystick, ne? Aber ganz schön kurvig hier, ne? Wow. Ich hab das schon geahnt, Leute. Ich hab das schon geahnt. Das war zu dynamisch für die Kurven. Aber ist egal. Ist die erste Fahrt hier. Da mache ich Abstriche noch. Ja, da haben wir aber auch das einzige Problem, was heißt Problem, aber es ist ihm halt schade, dass die Xbox zwar das Streaming selber unterstützt, aber du hast jetzt zum Beispiel nicht die Möglichkeit, dir bei PS4, das war eines der wenigen Sachen, die Sony gut gemacht hatte, dass du dir den Chat auf dem Bildschirm einblenden lassen kannst. Na? Das geht hier nicht. Also da wird 1 zu 1 das Bildschirmbild angezeigt. Aber kein Chat. Also ich sehe gerade mal allenfalls, wie viele Leute hier drin sind und der Chat läuft. Und das ist jetzt das, wo ich ab und zu mal in Schlenkern komme. Läuft bei mir auf dem Tablet, da steht also so neben mir. Und dann so der Seitenblick immer mal drauf. Ne? Und dann, ja, da verreist man ab und zu mal. Ne? Aber das ist ja ganz normal, denke ich. Das ist nun mal so. So, Magdeburg, willkommen.
Komm, Controller, halt durch. Gleich haben wir es. Ja, was aber witzig ist, ne? Ich habe ja über die Xbox den Streaming-Titel angegeben und automatisch setzt er normalerweise auch bei Twitch das aktuelle Spiel dann. Witzigerweise sehe ich jetzt gerade, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, Kamera, hier zeigt das an als Microsoft Flight Simulator. Na, da hatten wir schon den einen oder anderen, der so ein bisschen irritiert war jetzt hier in diesem Stream, der hat jetzt den Flight Simulator natürlich auch erwartet, ne? Das ist natürlich doof, sowas. Aber ich glaube, das ist mein Fehler. Ich glaube, ich habe da was falsch gemacht. Muss ich nach dem Stream mal abchecken, was da schiefgelaufen ist. Also ich hätte natürlich auch wieder gerne die Möglichkeit, den Chat direkt auf dem Bildschirm zu haben. Da musst du nicht hin und her kicken, ne? Da ist alles im Griff, aber naja, geht eben leider nicht. Also bislang hat es eigentlich mit den Titeln gut geklappt. Also da brauchte ich auch nie extra einstellen. Das hat die Xbox immer eingetragen. Richtig auch. Also wir hatten ja schon Call of the Wild hatten wir hier. Wir hatten jetzt, wie gesagt, hier jetzt On the Road. Das ist das erste Mal, wo es nicht geklappt hat. Flight Simulator, wie gesagt, hat natürlich auch geklappt. Ja, ein bisschen merkwürdig. Ich bin ja ganz ehrlich, Kamar, ich habe mir das Ding hauptsächlich, jetzt bitte nicht lachen, aber wegen dem Flight Simulator geholt. Ich war damals ein richtiger Fan von Flight Simulator X, also den 10er, auf PC noch. Und als ich dann die Bilder gesehen habe von der 2020er Version und dass die dann auch noch auf Konsole erscheint, da war mir ziemlich klar, dass ich irgendwann so oder so nicht um die Xbox herumkomme, ob das jetzt als Zweitgerät ist. Oder eben halt anstatt der PS4, wie es jetzt auch geworden ist. Aber alleine das Paket, also da wird ja richtig im Pfund rausgehauen. Also von der Grafik auch. Finde ich also richtig, richtig fett. So, könnte mal jemand den Kilometerstand für Magdeburg mitteilen hier? Freunde der Sonne. Schon ein Rastruf. Ah, der Morgengraut. Oder dem Morgengraut. Ich weiß es noch nicht. Ja, ich werde das mal in Zukunft wieder so machen, dass ich die Namens- und Titelvergabe direkt wieder über die Twitch-App mache oder die Seite und dann erst den Stream starte, dass es dann nicht wieder zu Verwechslungen kommt. Das war heute natürlich ein bisschen ärgerlich. Weil klar, wenn ich als Zuschauer sehe, Microsoft Flight Simulator das sehen will, dann klicke ich das an und erwarte das natürlich auch, ne? Kann man ja keinem verdenken. Dann sind die auf einmal im Ollen on the Road drin. Das ist natürlich doof. Also bei der YouTube-Wiederholung werde ich es natürlich entsprechend korrigieren. Das geht viel zu leicht, das Lenkrad. Ich tick das nur an und das schlägt weit aus. Ich muss die
die Empfindlichkeit da definitiv nochmal in Angriff nehmen. Dann läuft es auch wieder wie Zucker hier. Och, guck mal, ist das nicht schön. Das habe ich noch gerade mitbekommen. Ist das neu, dass der Blick automatisch zurückgeht nach einer Weile? Zack. Das ist cool. Ich glaube, es war vorher nicht, oder? Sehr schön. Flight Simulator am PC, natürlich, das ist natürlich geil. Ja, da kannst du natürlich noch mehr rausholen. Gerade wegen den Mods, ne? Also, wir haben ja lange nicht alle Mods. Also, ich bin ja schon froh, dass wir einige drin haben, ne? Also, ich habe mir zum Beispiel, ich meine, der A320 ist von der Optik ganz nett von Aerosoft, der mitgelieferte. Aber ich finde, da gibt es bessere. Und da hat man immerhin eine gewisse Auswahl. Auch auf der Xbox. Für Flugzeug-Mods. Jetzt habe ich mir zum Beispiel, wie gesagt, den alternativen A320 geholt. Bin damit sehr zufrieden, zudem ich auch noch deutlich mehr Lackierung jetzt auch mehr dafür habe. Dann habe ich mir geholt die Boeing 777. Die 777. Und, jetzt muss ich mir kurz überlegen, was war denn da der andere Trümmer? Ah, ich habe es im Kopf. Was, die 737? Kann das sein? Ich glaube, die 737. Ja. Also auch von Drittanbieter, ne? Aber schön. Sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, was natürlich auch Fun macht, das sind ja eben halt gerade die großen, ne? Ob das jetzt die 747 ist oder die 777. Weil gerade bei den langen Flügen, da kannst du ja wirklich mal so diese Landschaft genießen und diese ganzen Wettersachen, die sie da eingepflegt haben, dieses Live-Wetter, das ist mittlerweile so unglaublich geil realistisch gemacht. Macht richtig Spaß. Und ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es mit der Umsetzung auf Konsole, also sprich Controller, so gut klappt. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach, ich muss hier auf der Spur bleiben. Mann, Leute. Nee, aber das hätte ich nicht gedacht, dass es mit Controller so gut funktioniert. War ich wirklich erstaunt. Ja, also für die Entdeckungsflüge, solche Sachen, ne, da finde ich die Kleinen super, ne, weil du dann natürlich an die Wahrzeichen und sowas auch wirklich extrem nah rankommst. Ansonsten muss ich schon sagen, bin ich ein Fan der Passagierluftfahrt. Also auch ein Fan natürlich der großen Maschinen, wie gesagt. 747, 777 oder wie gesagt zumindest so ein A320 oder eine 737. Das sind schon schöne Maschinchen. So, sind wir jetzt schon in Magdeburg? Ich hoffe es, weil mein Controller macht das nicht mehr lange mit hier. So. Ja, ich hatte schon damit gerechnet, dass es jetzt gerade für diesen Stream reichen wird. Aber dass das so knapp wird, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist übrigens eine Sache, das ist das Einzige, wo ich sage, wirklich Minus bei Xbox. Das sind die Akkus, die es nicht gibt, ne? Also, ne, du betreibst sie ja normal mit so Doppel-A-Batterien, ne? Also im besten Fall nimmst du dann so langlebige, was weiß ich, wie Dura, ne? Wir machen jetzt hier keine Werbung. Aber, Akkus? Null. Also ich werde mir definitiv noch welche holen, weil das, der Akkubedarf und die Kosten sind mir da viel zu hoch, ja? Ja, da komme ich mit einem Akku deutlich günstiger weg, ne? Ich weiß gar nicht, ob die man
überhaupt auch laden kann im Controller selber. Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, natürlich gibt es Akkus, ne? Für Doppel-A gibt es natürlich Akkus, das ist mir schon klar. Bloß ich dachte, die liefern die mit Akkus. Ne? Also, dass du wenigstens ein Akkuset hast. Deshalb, da war ich dann schon ein bisschen enttäuscht. Es war zum Beispiel auch nicht dabei im Paket ein Anschlusskabel für den Controller. Ne? Das hattest du ja bei PS4 mit dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Dass du also direkt an der Konsole das Ding aufladen konntest. Und irgendwie sehe ich das hier nicht so. Aber wenn du sagst, das geht, schauen wir mal. Also auf jeden Fall, im nächsten Monat ist erstmal großer Akkukauf dran. Und wie gesagt, ja, welche Controller? Für Xbox? Nee. Oh, ich glaube, wir erreichen gleich unser Ziel. Sehr gut. Wie, das kostet hier... Was kostet hier halt extra? Mal ein bisschen genauer, Kammer. Sprichst du ja so kryptisch. Ich weiß, du liebst das, aber... Ein Angebot gesehen, wo stand hier inklusive Akkus. Also das habe ich nicht gesehen. Alter, wird das knapp hier. Ist das knapp. So. So, schnell Papiere abgeben. Rubbel die Katz. Ja, was ist original für Xbox-Controller? Das sind auch nur ganz pupsnormale AA-Batterien, oder? Ich meine, natürlich nicht Batterien, sondern Akkus, ne? Das ist ja keine Special-Xbox-Batterien. Oder? Aber dann hätte ich ja auch erwartet, wenn es die Akkus gibt, dass ja zumindest natürlich auch das Ladekabel. Na, also ich sehe ja an der Front von meinem Controller, sehe ich diesen Anschluss. Ich habe dafür aber gar kein Kabel mitgeliefert bekommen. Ja, in den Chat hier bei Twitch kannst du leider keine Links schicken. So, ist das jetzt... Ist der Bums raus hier? Ja. So. Aber ich google mir das nochmal. Aber wie gesagt, ich fand es ein bisschen doof, dass dieses Kabel noch nicht mal zumindest dabei war, weißt du? Das hat mich dann schon ein bisschen... dabei ein bisschen enttäuscht. Na, also wenigstens das Ladekabel oder Anschlusskabel... Ne? Weil theoretisch müsstest du das Ding ja auch ohne Akku spielen können, wenn du es direkt anschließt per USB. Also reine Theorie. Ne? Aber nö, kein Kabel da. Sehr merkwürdig. Ne? Oder ich habe es irgendwo in der Karton verschusselt, aber ich habe da nichts drin gesehen mehr. Guck ich gerne nochmal nach. Apropos, dazu werde ich jetzt auch Zeit haben, weil mein Controller macht jetzt gleich die Biege. Ich gucke auf jeden Fall nochmal wegen den Kabel und den Akkus für den Controller. Dafür danke für den Tipp, Kammer. Werde ich mir anschauen. Ansonsten, ja, ich muss jetzt auch tatsächlich einen Break machen, weil ich muss die Batterien wechseln. Ich werde heute im Laufe des Tages eventuell nochmal einen raushauen. Bleibt on air. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal erstmal.